Ich will halt den Abstand eigentlich schon behalten. Aus Sicherheitsgründen. Aber ich glaube, wir sind zu weit weg, als dass ich den treffen würde. Jawohl. So könnte das klappen. So, klatsch mal den Riesen auch noch weg. Lydia stellt sich hier tapfer in den Weg. Das gibt mir Zeit zu reagieren. So, jetzt geht er wieder auf Lydia, perfekt. Ich hätte ihn fast gehabt, aber krasser Flug. Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Ich muss diese Riesen jetzt töten. Ich kann einfach nicht anders. Wir werden heute wohl mit der Hauptquest nicht weitermachen, beziehungsweise mit der Quest, die wir gerade abarbeiten wollten, ist ja nicht die Hauptquest. Aber ich würde halt gern an deren Kiste, aber zumindest kriegen wir wieder den Drachen. Okay. Okay. Und es ist wieder Feuer. Na klar. Ich hoffe, der Drache macht einfach den Riesen schon mal ein bisschen Schaden. Ja, gefühlt nicht. Lydia muss jetzt natürlich alles auf einmal machen. Alter. Ich hab dem Riesen nichts getan. Das war alles Lydia. Die Mistkuh. Der letzte Schuss war einfach nur noch, um mich zu verteidigen. Das macht mich traurig. Wir kommen hier nie, nie wieder weg. Niemals. Keine Chance. Okay, hier bin ich ein bisschen sehr nah. Kein Drache in Sicht. So nah wollte ich nicht an die Lager ran. Wirklich nicht. Hallo? Lager, gebrochenes Bein, okay. Ich bräuchte irgendwie mal eine gute Position. Und wenn überhaupt, müssten wir auch erstmal einen killen und dann den nächsten. So, Nummer 2 hat auch schon ein bisschen die Fährte aufgenommen. So, ich hoffe, dass Lydia sich nicht wieder hinlegt. Lauf! Oh nein.
Uff, ich bin leicht angespannt. Ja, Junge, wo läufst du hin? Okay, Riese Nummer 1 ist down. Also hier baden die. War ich hier nicht schon mal? Dieses Badeding kommt mir bekannt vor. Oh, Werwolfpilz. Hat er also einen Artgenuss? Hilfe! Ey Leute, zieht euch doch mal was an. Jemand muss mir helfen. Oh, da ist er. Ich mache mich aus dem Staub. Ich muss den hier irgendwie noch umbringen. Wo rennt der denn hin? Der macht hier den ganzen FKK-Badestrand kaputt. Hallo, grüß Gott. Alter, solange der sich so bewegt, komme ich halt nicht an ihn ran. Ich helfe euch, ne? Also, ihr bleibt locker. Ich versuche euch hier vor dem Riesen zu befreien. Komm, so ist unfair. Genau, bleibt mal genauso stehen. Den schnappe ich mir. Nein. Alter. Boah, wie oft bin ich heute gestorben? Das ist doch ätzend. Drachen, Riesen, ist alles dabei. Warte mal, rein theoretisch, ne? Vielleicht kriege ich so eine Chance. Ich meine, ich bin ja trotzdem schneller so. Okay, das war sehr einfach. Wo ist der zweite? Ah. Riesen haben wohl Angst vor Werwölfen. So, kann ich die jetzt essen? Kriege ich dafür richtig... Ja, toll, durchsuchen. Ich kann wirklich nur Menschen fressen? Das ergibt doch nicht mal Sinn. Ich dachte, Werwölfe sind hungrig. Ja, komm, brauche ich nicht. Ja. Oh, eine mächtige Seele. Interessant. Wird geil zum Verkaufen. Weil der Spell wirklich interessant ist. Ja, jetzt dürfte von mir aus aber auch der Drache kommen.
Ja, gut. Ich laufe halt wieder mal los. Diesmal speichere ich, weil die Riesen sind tot. Aber ich muss Menschen töten. Finde ich nicht... Ja, ich finde es eigentlich echt blöd, Menschen umbringen zu müssen. Kann ich nicht ein Werwolf sein, der sich halt ausschließlich von, keine Ahnung, Tieren ernährt? Die werden sich gleich richtig einscheißen. Drache. Ah, super. Und jetzt verwandle ich mich zurück. Du trägst so viel und kannst nicht rennen. Perfekt. Ich würde gerne mit Lydia tauschen, aber ist halt gerade schwierig, ne? Aber den werde ich doch jetzt wohl noch umbringen können. Toll. Und wenn der die jetzt umbringt, dann hätte ich das als Werwolf halt auch machen können. Hätte sich wenigstens gelohnt. Aber die kämpfen auch alle mit. Voll cool. Ach komm, jetzt stirb doch endlich. So, treffe ich den hier durch das Gebüsch? Flieg doch nicht weg. Drachi, komm zurück. So, wieder ein paar Treffer. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Komm schon. Ich würde ja Doppelkling-Power machen, aber mit Feuer ist halt blöd. Wenn es jetzt wieder ein Eisdrache wäre, dann würde ich es eher machen. Aber auch ein wunderschönes Wesen. Ich bin ganz ehrlich, so ein Drache ist schon schön. Ja, Wasser. Einmal ablöschen. Da stehst du gut. Warum bewegt er sich nicht mehr? Ich meine, ich möchte mich nicht beschweren, weil er gerade stirbt, aber wirklich viel Sinn ergibt das nicht. So. Jetzt wird er sich nie wieder bewegen. Ach süß, schau mal, da trinkt er nochmal. Kann man alles mal mitnehmen. Lydia? Sag mir bitte, dass Lydia noch lebt. Oh ja, Lydia lebt noch. Die muss mal eben ein bisschen was für mich tragen. Dinge tauschen und danach speichere ich auch sofort, bevor ich wieder sterbe. So, pass mal auf. Bücher zum Beispiel, ne?
brauche ich halt gar nicht. Hier. Eisenbahn kann sie mal haben. Das kann sie mal haben. Fackel brauche ich sowieso nicht. Pelze. Schwarzer Seelenstein, mächtige Seele. Nice. So, das war schon mal viel Gewicht. Das hier ist auch viel Gewicht. Hier. Wird noch praktisch, aber nicht heute. Das kann ich nicht abgeben, aber die Halskette. Achso, sieht sie die auch gleich an, klar. Die Jägerrüstung. So, alles, was ich nämlich nicht brauche, soll die Alte einfach mal rumtragen. Gut. 180 Kilo. Mir geht's perfekt. Ihr geht vor. Ja. Ich werde vorgehen. Das mache ich sofort. Ja. Selber schuld. Wärst du kein Wolf gewesen. Muss ich jetzt wieder diesem ewigen Weg folgen? Achso, ich wollte hier gar nicht entfernen. Ja, ich muss hier halt... Boah, ist schon ein ganz schönes Stück. Aber nun gut. So ist das halt. Und früher oder später werde ich mich sehr darüber freuen. Auch wenn wir einen Teil der Strecke schon kennen. So. Vor allem auch jedes Mal müssen wir in Zickzack laufen und in Schlangenlinie oder sonst was. Kann man dann nicht einfach mal den kürzesten Weg nehmen? Einfach so geradeaus durch den Berg? Die haben doch genug Spitzhacken. Können sie doch einen Tunnel graben. Hallo Fuchs. So, zwischendurch ein bisschen Pilze sammeln. Kann ja nicht schaden. Hoffe ich zumindest. Außer vielleicht der Fliegenpilz. Ah, wie schön. Okay, was haben wir? Was haben wir denn hier? Ich guck nur mal kurz rein. Bin ich denn hier gelandet? Okay, nee. Nee. Ganz bestimmt nicht gegen Falmer. Noch nicht. Dafür bin ich nicht bereit. Die sind nämlich zugegeben gar nicht mal so ohne. Aber ist schön, wir haben das trotzdem nicht auf der Karte. Sollte das nicht eigentlich? Und vor allem Lydia? Wo bleibt Lydia? Lydia, du wirst sie nicht umbringen können. Ich meine, gut gemacht. Aber Lydia, lass uns hier wieder verschwinden.
Ohne Spaß. Komm. Och nein, jetzt schießt noch irgendjemand. Und bis dahin kriege ich Lüder hier nicht raus. Lüder, ich will hier weg. Ohne Spaß jetzt. Komm doch einfach bitte mit. Wir müssen hier nicht gegen Falma kämpfen. Kommst du bitte, Lydia? Lydia, komm. Komm mit. Vertrau mir, lass uns hier abhauen. Oh, ein Glück, sie ist mitgekommen. Die ist aber auch manchmal einfach so kampflustig. Beziehungsweise vielmehr ist sie manchmal sehr mordlustig. So, wo führt denn hier der Weg? Ich bin gar nicht mal so falsch. Schon hier hoch. Dann führt er wohl hier irgendwo. Glaube ich. Ist das ein Weg? Ich meine, ich kann hier relativ gut laufen. Könnte ein Weg sein. Sieht nach dem Weg aus. Hallo. Was hat denn ein Milchtrinker wie ihr hier draußen zu suchen? Geht heim zu eurer Mutter. Ihr solltet nicht so mit mir reden. Warum? Weil ich dir auf die Fresse hau, du Knecht. Tränen ausbrechen. Der ist voll frech. Das werdet ihr bereuen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Leicht geblockt. Ja, der ist krass am Blocken, muss man ihm lassen. Das war schon alles. Wirklich? Das war alles. Ja. Habe ich das schon? Ich glaube nicht. Die finde ich halt lässig. Die könnte man vielleicht mal gebrauchen. Ich klatsche dich weg. So, das nehme ich mit. Ständig will hier irgendjemand kämpfen. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich tue doch gar nichts. Hätte er mich nicht angegriffen, hätte ich auch sein Auge nicht geklaut. Okay, sind sehr viele Drachengräber. Nicht unbedingt ein Zeichen der Sicherheit. Da werden wir wohl aufpassen müssen. Okay, wo führt der Weg? Hier entlang nach Ivarstadt. Gibt es in Ivarstadt irgendwas Besonderes? Sollte man da mal gewesen sein, außer um den... Nicht dein Ernst. Außer um den Schnellreisepunkt zu haben. Was ist das denn?